Herzlich willkommen zurück zum Minecraft Together mit drei Chaoten. Alex. Ey, was ist? Naja. Ich hab dich echt nicht geschlagen. Deswegen weißt du auch, was ich meine. Ja, weil du da unten drin warst, du Spast. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was war. Vor allem, ich war überhaupt nicht in deiner Nähe und ich arbeite die ganze Zeit. Ja, Alex arbeitet sehr fleißig. Max neben mir ist jetzt auch wieder dran. Sehr schön. Wir sind dabei, diese Seite hier zu finishen. Digga, wie weit ist das denn? Das Problem ist, dass er sich hier wieder aufbaut. Wir müssen die Z-Koordinate herausfinden, damit wir weitermachen können. Warte mal, ich sag mal die Z-Koordinate. Ach nee, das ist sowieso ewig. Obwohl, ne, da hinten hört's auf. Da hinten wird's kleiner. Da hinten hört's auf. Einfach weitermachen. Ja, aber hier rechts neben uns ist noch eine Reihe, die steht. Ja, egal, machst du die gleich. So, jetzt wird hier Stein, da brauchen wir den Alex später für. Jetzt müssen wir hier wieder einen tiefer gehen. Wichtig ist, dass wir die Höhe 66 beibehalten. Ich bin bei 67, kann das sein? Ist das etwa 70? Ne, es ist 66. Leute, hä, das kann doch gar nicht sein. Das hier ist doch 66, oder nicht? Doch, ja, das ist 66. Dann habe ich mich da irgendwo verbaut. So, so. Ach ja, hier muss man wieder runter. Da hinten wird's kleiner. Hier wird's kleiner bei mir. Hier ist jetzt nur noch eine Reihe. Und wenn die jetzt gleich auch noch aufhört, dann hast du es geschafft. Da hinten hört's auf. Und bei mir? Genauso weit wie bei mir. Ja, das wird jetzt schon mehr Arbeit, weil jetzt langsam kommen wir auf die andere Seite über. Gehen wir auf die andere Seite über. So, hier ist jetzt vorbei. Ich hab keine Schaufel mehr. So, ich bin am Ende angekommen. Dein nächstes Skelett, wir brauchen... Boah, mittlerweile kann ich ja Pormann verstehen, wenn er wieder den ganzen Kaffee in sich reinschüttet. Ich könnte auch schon wieder noch einen Energy vertragen. Staffel 2 wird irgendwie dreimal so lang, nee, dreimal. Ja, fünfmal so lang wie Staffel 1. Ach, noch mehr. Aua. Aua. Wir müssen sich einfach alle gegenseitig hauen. So. Ja, ist wie wenn die Skelette sich gegenseitig abschießen. Ja. So, Alex, Steine brauchen wir hier, ne? Deine Spitzhacke. Nur, dass es halt dummer aussieht. So, hier ist noch Erde, die nicht gehackt wurde. Aber dumm aussehen ist ja sowieso unser Fachgebiet. Ja, ja, ich hatte keine Schaufel mehr. Wo mach ich die? Ich glaube, die Seite schaffen wir doch nicht mehr. In der Ausgabe-Session. Nee. Aber wenn man sich jetzt mal die Fläche anschaut und wenn man mal bedenkt, da waren riesige Berge vorher. Boah, Mann, das kann doch gar nicht. Also schaut euch das mal an, also jetzt diese gerade Fläche und da waren vorher so riesige Hügel. Ich mach das Creeper-Loch schon heile. Muss man echt sagen, wir haben echt viel geschafft. Schaut euch das mal an, das alles war vorher hier dieser Berg, dieser fette Hügel. Ich mach den Creeper-Hügel, das Creeper-Loch. Genau, Creeper-Hügel. Stellt euch vor, Creeper würden einfach Blöcke hinsetzen und diese Maulwürfe, ne? Genau, die buddeln sich so in die Erde und wirbeln dann den Erde auf. Oh, Digga. Gesundheit. Danke. Erstmal ordentlich aufs Mikro gerotzt. Oh, lecker. Ey, wer hat denn die ganze Erde hier zu Erdeweg gemacht? Max. Oh, Alter. Das wird auch wieder... Das ist doch nur mehr Arbeit. Wir müssen das alles wieder wegmachen und durch normale Erde machen. Das ganze Feld müssen wir auch wieder abbauen, und wessen Idee war das?
Ja, aber das können wir noch bis fast zum Schluss hier lassen. Genau, das können wir gebrauchen. Naja. Vielleicht kommt hier sogar ein Feld hin nachher. Genau, vielleicht kommt da ein Bauernhof hin. Vielleicht ist das schon der außerhalb des äußeren Walls. Glaube ich nicht. Das ist ja relativ am Ende von dem von dieser fetten Wiese hier. Ja, trotzdem. Und die Bauernhöfe kommen ja nach ganz außen. Schwarzarbeiterzelt, gut, das jetzt nicht unbedingt, aber... Genau über einem. Guck mal hier, Max, noch Alex, hier sind auf, noch Steine. Auf dem Block genau über einem. Mann. Also, auf dem Block, wo drauf man steht, regnet es nicht. So also ich habe hier so Wasserpartikel. Nein, wenn du so hoch guckst. Wenn du so hoch guckst. Ja, dann, aber, ja, dann nicht. Ja, fällt mir gerade mal so auf. Ja, hüpf mal. Guck mal nach oben und hüpf dabei in meinem Regen. Das ist wie als wenn du kurz ein Video pausierst und wieder anhältst. Alter, und da ist ein Enderman. Da war ein Enderman, der überhaupt nicht drauf klarkommt. Oh oh. Oh oh, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Skelett. Ja, warte mal. Ich bin auch gleich tot, ich habe auch kein Schwert mehr. Hilfe. Oh, ich habe ja noch ein Schwert. Oh, mein Schild ist kaputt. Echt? Oh, lol, dein Schild ist kaputt, meins ist noch fast komplett voll. Ja, nur ich benutze ja, mein, das fast immer. Meins nicht mehr so, weil irgendjemand mich gerade attackieren musste. Was? Alles klar, Freunde. Machen wir uns an die... Oh Gott, nein, nein, ich will nicht sterben. Oh, die schießen sich wieder gegenseitig ab, nice. Nee, doch. Verrottetes Fleisch. Alex kämpft dagegen die Skelette. Ach, nice. Ich bin der Einzige, der wieder arbeitet hier. Gibt's auch gar nicht. Die anderen sind so faul. Wir kämpfen lieber mit irgendwelchen Idioten da vom Felde. Hey, ich krieg Hartz IV, wozu sollte ich arbeiten? Ach, scheiße. Max war mal wieder zu scheiße. Ich hatte ein halbes Herz. Du bist in Kampf. Alter! Alex, du siehst auch aus wie ein Igel. Du bist mit einem halben Herz in den Kampf gegen ein Skelett gegangen. Nein, das Skelett ist mit mir in den Kampf gegangen, als ich ein halbes Herz hatte. Ja gut. Deine Sachen liegen da noch, ne, beim Skelett. Hä, wieso kann ich auf einmal nicht mehr alles aufheben davon? Ach ja, eine Rüstung. Oh ja, und in der nächsten Aufnahme werden wir es dann übrigens schaffen, diese Seite hier zur vollendständigen, was? Was? Nein, aber in der nächsten Aufnahme werden wir es tatsächlich schaffen, diese Seite hier zu befertigen. Und das ist immer noch nicht besser. Zu vollenden. Zu vollenden oder zu vervollständigen. Vollendständigen. Aber da schaffen wir das leider nicht mehr. Aber doch, wenn der Max jetzt so vor deinem Gesicht rumtanzt. Max sollte mal lieber an die Arbeit gehen, so wie Alex und ich. Genau. Er baut auch nur Steine ab. Ja, genau. Darum geht's ja. Ja, Steine brauchen wir aber. Was? Für die Burg. Ja, natürlich, aber hä? Ja, aber wir müssen erst eine gerade Fläche haben. Und wir brauchen die Steine nachher zum Bauen. Können wir gleich stehen lassen, da und so. Rein theoretisch, wir müssen die Steine ja noch alle brennen. Ja, ja. Klar. Oh, das wird auch noch lustig. Das wird auf jeden Fall auch noch sehr lustig, ja. Kohle ohne Ende. Wir brauchen theoretisch dann eine Baumfarm. Ja. Entweder das oder wir haben einfach genug Kohle. Ja, aber ich denke mal, wir brauchen eine Baumfarm. Komm, Kohlekarten hat man doch eigentlich immer genug, also. Ich muss mich erstmal entlernen gehen. Alles klar. Alex geht sich entlernen. Geld, ey, ach, schon, das steht hier her. So. Leute. Also ich schaut euch das mal, also wenn man jetzt ernsthaft mal, wenn man auf diese Fläche hier guckt, schaut euch mal an, was wir schon geschafft haben, alles innerhalb von kürzester Zeit. Vor allem, wenn man irgendwo oben da auf so einem kleinen Hügel Zeit. Steht, sieht das nicht. Jetzt das kürzeste Zeit, wir sitzen hier locker schon seit 4 Stunden dran. Ja, stell dir mal vor, wenn du das alleine machst, Max, ja? Ja, darauf hätte ich auch nie im Leben Bock. Ach fuck, meine Schaufel sind leer.
Ach, ich hab noch genug. Ach ja, Max macht da schon die Sachen. Guck mal, da ist noch eine Reihe von mir, die du dann kannst du die dann noch eben zu Ende machen, ne? Du bist wenn gleich ich angekommen fertig, bin. Ja, da bist du schon fast am Ende. So, zurück zu unserem Schwarzarbeiterzelt, das auch überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Zelt, sondern wie so ein Kasten, der in der Luft schwebt. Ist es ja auch mittlerweile. Zelte sind zu teuer. Aber Kästen mit Schwebefunktion, die kosten ja nichts, ne? Nee, die kosten nichts. Tor. Für? Spielende, tut mir leid. Es war kein Tor, es war Spielende. 2-2, damit ist Bayern Meister, jawohl! Nice. Schon wieder! So. Besser als Bayern. Ich meine besser als Bayern. Bayern ist Meister, besser als Bayern. So, denn Bayern hat jetzt 2 Punkte gut gemacht, sind jetzt 7 Punkte vorne und jetzt sind es nur noch 5 Spiele. Ich glaube nicht, dass sie 7 Punkte in 5 Spielen vergeben. Ja, Bayern ist sowieso voraussichtlich sowieso Meister. Jo. So, dann wollen wir mal die ganze Erde hier wegbringen. Ja, ist aber auch Dortmunds Schuld, wenn sie gegen Schalke mit B-Mannschaft spielen. Wie lange geht die noch? Keine Ahnung, Digga. Dürfte ich für 1 Minute kurz weg? Höchstens. Okay. Ja, mach. Okay. Ich werde jetzt gleich erstmal ein paar Freunde richtig geil provozieren. Ich könnte kotzen, ey. Jetzt kann ich alle aus meiner Klasse wieder richtig abfucken. Deutscher Meister, Rücken-Rücken-Rücken. Wieso willst du denn die Leute aus deiner Klasse abfucken? Die armen Leute. Leute, wenn das Terraform vorbei ist, ich schwöre euch, ich freue mich einfach so. Ich freue mich da so drauf, wenn wir die Burg anfangen. Aber ich freue mich tatsächlich auf die Burg an sich gar nicht mal so dolle, weil die, habe ich gedacht, baut Simon erstmal komplett alleine, weil Simon eher so der Typ dafür ist. Achso, wir stehen... Achso, jetzt sollen wir alle ruhig arbeiten, aber dann, ja, dann stehen wir... Nee, pass auf, weil Simon baut die Burg, wir alle zusammen bauen dann, der Rest baut dann an einem Graben, wenn der fertig ist, baut der Rest an einem Wall. Wenn der fertig ist, Graben, da bin ich auf jeden Fall nicht mit dabei. Baut der Rest an einem Innenhof? Nee, der Graben wird ja nicht so endlos tief. Nee. Graben mache ich nicht mit. Ich mach bei der Burg mit. Nee, das auf keinen Fall. Das wird dir Simon wahrscheinlich auch nicht erlauben. Alles klar. Dann mache ich gar nicht mehr mit. Ach. Nee, du kommst dann im Innenhof zum Einsatz. Dann brauchen wir deine architektonischen Meisterfähigkeiten da. Müssen wir noch mal eine Höhle zudecken gerade mal. Oh nö, ich war eine Hexe. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hier ist richtig, ne? Ja. Ich baue mich gerade mal hier an der letzten Seite entlang. Die World Edit hätten wir jetzt alles schon hier rauskappen können. Guck, das ist dieser typische, das schon wieder, also, so denken nur Idioten. Nee, wir denken Creative-Spieler. Ja, das stimmt. Das sind Idioten. So. Ich höre die Hexe die ganze Zeit hier lachen, Mann. Das kostet ja noch nichts. Sekunde. Bin da. Oh. Hallo, Alex. Wer hat mir denn geschrieben? Nee, Max. Nee, noch ist die Folge nicht vorbei. Ach, nur 2 Vollidioten. Ach, 2 Guys, 1 Vollidiot. Was? Ich kenne nur 3 Guys, 1 Hammer. Ich kenne One. Und bitte nicht googeln. Und auch das auch bitte nicht googeln. Und One Man One Jar bitte auch nicht googeln und auf gar keinen Fall Mangina googeln, weil da kommen auch ein paar verstörende Bilder. Mangina, oh, das kann ich mir richtig vorstellen, was das ist. Nee, das ist kein Mann mit einer Vagina. Ach so. Und das ist auch kein Mann, der sich einen Cock abgeschnitten hat, aber da kommt es schon näher dran. Leute, es wird immer besser, wir haben es fast geschafft. Obwohl, ein paar Videos, wo Leute sich Cocks abschneiden, habe ich auch schon gesehen. Ich habe jetzt hier mal... Alles klar, ich habe jetzt hier mal den letzten abgegrenzt. Das ist gar nicht schön. Die letzte Reihe. Das tut beim Zugucken weh. Wenn ich nicht alles täuscht, dürfte das jetzt hier 66 sein, ja.
66. 666 brauchen wir aber. So. Jetzt fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. Das heißt, wenn wir zweimal noch hier durchgrasen, dürfen wir es geschafft haben. Ich höre die Hexe wieder lachen. So, also den Hügel hier kriegen wir auf jeden Fall noch weg in der Session hier. Und dann müssen wir den da hinten mal abfahren. Ich bin so glücklich, wir haben die Seite gleich geschafft. Und in der nächsten Session geht's dann auch an die nächste Seite. Natürlich. Da geht mir vor Freude erstmal die Schaufel kaputt. Alex ist, glaube ich, ist Alex wieder da? Ja, ich bin da. Wenn wir jetzt noch etwas mehr Zeit hätten, hätte ich es vielleicht noch geschafft, dieses Teil da hinten abzugrasen. Den letzten Hügel, der uns noch fehlt, aber leider schaffen wir das nicht mehr. Max hat mich gerade schon wieder auf 1,5 Herzen runtergeschlagen. Max, einer produktiv. Von euch hat nicht unbedingt Bones oder Bone Meal. Nee. Doch, Bone, nee. Hier, Max, komm hier. Hier müssen wir noch den Hügel abtragen. Das ist der letzte Hügel, der uns noch fehlt auf dieser Seite. Max, hast du noch Bones oder Bone Meal? Hallo, Max? 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 Hallo? Ist noch da? Einfach sind wahrscheinlich gerade wieder seine... Seine Mama ist wahrscheinlich gerade wieder zurück. Sich Max übrigens an, wenn er überhaupt keinen Bock mehr hat. Was? Ja. Ach nö, jetzt habe ich auch noch einen Enderman. Gott sei Dank ist die Folge jetzt gleich vorbei. Boah, krass, Alter. Da hinten haben wir mal angefangen, bei diesem kleinen Zelt, ey. Und jetzt sind wir hier drüben. Krass, echt. Aber Max macht jetzt einfach gar nichts mehr. Vielleicht sollten wir ihn einfach aus dem Projekt ausschließen. Komm, kusch, kusch, verzieh dich da in eine andere Welt. So. Ich habe tatsächlich schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ich höre ein Skelett. Du hast tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, ein Skelett zu hören. Ich höre jetzt tatsächlich aber ein Skelett. Er hat jetzt. Alex, das sind übrigens noch Steine, ne? Für... Es wird ja auch langsam Nacht. Also es wundert mich jetzt gerade nicht so, dass du ein Skelett hörst. Das wundert mich jetzt auch überhaupt nicht. So. Steine müssen wir auch noch abhacken. Da hinten steht nämlich auch schon wieder ein Creeper. Super. Aber ein Skelett sehe ich bis jetzt nicht. Och, warum? Vielleicht in der Höhle halt hier drunter. Unter dem ganzen Ding. Ja, das glaube ich auch. Stein für das Schloss später, für die Burg. Ach du Scheiße, was machst du denn? Ja, bei mir kannst du auch ein bisschen lang laufen. Ich habe nämlich keinen Inventarplatz mehr. Hinter dir? Ja. Was machst du denn da, Alter? Alex, meine ich jetzt. Das sind Öfen. Für die Steine? Ja. Wie viel haben wir denn? Dein Scheiß, eine Baumfarm für Holzkohle. Okay, wie viel haben wir schon? Also wie viel, hast du alle Steine rein? Nee, ich muss jetzt erstmal Holzkohle unten brennen. Ach so, okay. Die unteren Öfen... Die normale Kohle verwenden, die wir noch haben. Weil das auf die Zeit lang effektiver ist, wenn wir einfach die Bäume wachsen lassen und alles. Och nö, da ist gerade ein Skelett und zwei Endermänner sind da gerade gespawnt. Und die unteren, die nach vorne gucken, die Öfen sind nur für Holzkohle. Die da drüber können für Dingens benutzt werden. Alles klar. Cool. Aber mit diesem Problem beschäftigen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession, denn diese hier ist leider schon wieder vorbei. Blank Max. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Och nö, ne? Piu. Beim Och nö, ne? Nee, ich hab grad nur einen Creeper gehört und hab gedacht. Ja, das war bei mir, ne? Okay. Nee, dann du kannst das ist ja gut. Ja, ja. Ja, 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 ja. Max kommt sich so behindert gerade vor. Der denkt einfach so, ja, die behandeln mich hier wie so ein Arschloch. Was soll das? Ich würde ja aber sagen, dass wir Creeper-Löcher direkt mit Erde ausfüllen, ne? Ja, ja, klar. So, hier bauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft Forever. Macht's gut. Ciao, ciao. Und nochmal zum Abschluss. Schönen Kern. Tschüss.